Hi meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Wine and Crime. Mein Name ist Jessie und dass du auf dieses Video geklickt hast, freut mich sehr. Und wenn dir gefällt, was ich zu sagen habe, dann klick doch gerne den Subscribe-Button, lass mir einen Daumen nach oben da oder kommentier doch in der Comment-Section unten drunter, würde mich riesig freuen. Und jetzt babble ich nicht lange weiter und würde sagen, wir steppen in unseren nächsten Fall. Den Fall, den ich mir für heute ausgesucht habe, handelt von Robert Knox. Robert Knox wird am 21.08.1989 in Kent, Großbritannien, geboren und wächst dort bei seiner Mutter und seinem Vater Colin gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Jamie auf. Er und Jamie sind nicht nur Brüder, sondern auch beste Freunde und die beiden verstehen sich sehr gut und teilen auch eine gemeinsame Leidenschaft, nämlich die, vor der Kamera zu stehen. Und so machen sie als Kinder gemeinsam mit ihren Freunden kleine Amateurfilme und solche Sketche und so weiter und spielen dann aber auch später in Filmen und Dokus mit. Und im Jahr 2004 sprechen sie dann bei dem Film King Arthur vor, wo auch Til Schweiger und Clive Owen mitmachen, was für die beiden eine große Hausnummer ist, worauf sie sich sehr freuen und die beiden möchten da unbedingt mitmachen. Und so begleitet ihr Vater die beiden zu dem Casting, denn die sind ja noch minderjährig. Und die Caster sind auch ziemlich angetan von den beiden Brüdern. Und der Vater muss noch einige Formalitäten klären und Gespräche führen. Und in einem dieser Gespräche wird er dann gefragt, ob seine beiden Söhne reiten können. Dies bejaht er, denn er wünscht sich so sehr, dass seine Jungs da mitmachen bei diesem ganzen Film. Und die freuen sich auch total darauf. Und so bejaht er das. Er sagt, ja, ja, meine Jungs können reiten. Er hat da aber ein wenig geflunkert, denn Jamie und Robert können nicht reiten. Und als die beiden dann die Zusage bekommen, ja, sie dürfen bei dem Film mitmachen, muss der Vater dann gucken, dass er ihnen ganz schnell das Reiten beibringt. Und zum Glück schafft er das auch. Und sowohl Jamie als auch Robert sind dann in der Lage, beim Film ihre Reitszenen problemlos abzuliefern. Als der Film dann rauskommt und die beiden gucken sich den an, stellt sich raus, dass die Szenen der beiden rausgeschnitten worden sind. Und die beiden sind sehr traurig darüber und sagen dann auch zu ihren Eltern, dass sie lieber hätten keine Gage erhalten und stattdessen in dem Film zu sehen wären. Und die Eltern muntern sie aber auf und sagen, hey, ihr habt aber Erfahrung gesammelt und ist doch auch ganz wichtig und toll. Doch Jamie hat dann daraufhin keine Lust mehr zu Schauspielern, doch Robert verliert sein Feuer fürs Schauspielern nie. Und so macht er weiter und macht dann auch in einer Reality-Doku mit, die heißt Trust Me, I'm a Teenager. Und später wird er dann jedoch die Chance bekommen, bei Harry Potter und der Halbblutprinz mitzumachen. Und er geht zum Casting und stellt sich dort vor für die Rolle des Marcus Belby. Und die Caster sind begeistert und Robert Knox bekommt dann auch die Chance auf die Rolle als Marcus Belby. Und die Dreharbeiten beginnen, alle freuen sich für Robert, er liefert ab, ihm macht es total großen Spaß und er lernt viele neue Leute kennen und freundet sich mit einigen auch an. Er hat die Zeit seines Lebens und als die Dreharbeiten dann jedoch abgeschlossen worden sind, war der nächste Film bereits geplant, nämlich Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Robert bekam hierfür ebenso eine Rolle angeboten, wieder als Marcus Belby und er unterschrieb natürlich den Vertrag und freute sich hierüber sehr. Es lief alles sehr, sehr gut für Robert und so beschloss er am 24.05.2008 gemeinsam mit einigen Freunden und seinem jüngeren Bruder die Metro Bar in Sidcup, Greater London, zu besuchen. Dort waren die schon öfter gewesen. Es war eine Art Stammkneipe von denen und dort gingen sie hin und wollten den ganzen Abend gemeinsam feiern. Der Abend verläuft zuerst sehr harmonisch und alle haben sehr, sehr viel Spaß.
Im Laufe des Abends jedoch wird Robert von einem seiner Freunde nach draußen gerufen, denn Jamie, sein Bruder, wäre draußen vor der Bar und würde dort von einem Verrückten bedroht. Dieser Verrückte hätte zwei Messer in der Hand und würde damit rumwedeln. Und als Robert dann natürlich nach draußen eilt, wird er mehrere Freunde von sich bereits verletzt vorfinden. Und tatsächlich wurde sein Bruder gerade von einem Angreifer mit zwei Messern attackiert. Robert stürzt natürlich dazwischen, um seinen Bruder zu beschützen, und es gelingt ihm, ein Messer des Täters aus seiner Hand zu entfernen. Jedoch hatte er noch ein zweites, und mit diesem versetzt er Robert Knox 5 tödliche Stiche. Die anderen Jugendlichen, die verletzt worden sind, sind im Alter zwischen 17 und 23 Jahren, und deren Namen sind Andrew Dormer, 17 Jahre alt, erlitt eine Brustverletzung. Nikki Lee Jones, 20 Jahre alt, wurde an der Hand verletzt. Charlie Grimley, 17 Jahre, wird im Gesicht verletzt. Und Dean Saunders, 23, wird in den Hals getroffen, woraufhin er irreparable Schäden an der Wirbelsäule erlitt und bis heute nicht mehr imstande ist zu laufen. Der Name des Angreifers ist Carl Bishop. Carl Bishop, ein junger, 22-jähriger Mann, der auch aus der Gegend Sidcup Greater London stammt und dort auch aufgewachsen ist, hatte schon bereits den Ruf, ein sehr aggressiver und durchgedrehter junger Mann zu sein. Es wurde ihm nachgesagt, dass er Messer bei sich trug, wie andere Kugelschreiber. Und Carl Bishop wurde auch schon im Alter von 14 Jahren von der Schule suspendiert, aufgrund von seiner Gewalttätigkeit, und er war in mehreren psychiatrischen Anstalten untergebracht, was ihm anscheinend auch nicht wirklich geholfen hat. Und zu dem Zeitpunkt des 24.05., als der Angriff stattgefunden hatte, hätte Carl Bishop auch wieder in Haft sitzen müssen. Carl Bishop wird festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht. Er wird natürlich vor Gericht gestellt, und dort plädiert er auf unschuldig wegen Notwehr. Denn am früheren Abend hätte es eine Streiterei zwischen ihm und einem Pärchen gegeben, woraufhin er dann wütend nach Hause gegangen wäre, sich bewaffnete mit zwei Messern und dann eben zurückgekehrt wäre, um sich zu rächen. Inwiefern das jetzt Notwehr sein sollte und was Robert und seine Freunde mit dem Streit und diesem Pärchen da zu tun gehabt hatten, ist natürlich auch fraglich. Er zeigt keinerlei Reue vor Gericht. Er gibt patzige und freche Antworten und er grinst immer zu, was für die Eltern, die sowieso in einer extrem traurigen Situation sind, wahrscheinlich noch schwerer ist. Carl Bishop wird am 5.3.2009 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wegen Mordes an Robert Knox. Die Eltern geben nach der Verurteilung Carl Bishops ein offenes Statement, in dem sie ihrer Trauer freien Lauf lassen und sagen, dass ihr Sohn aus dem Leben gerissen worden ist, er ihnen gestohlen worden ist. Er so ein liebenswürdiger, hilfsbereiter, zivilcouragierter junger Mann war mit so viel Talent und einer so großen Zukunft noch vor sich. Und es war einfach herzzerreißend, das mit anzusehen. Robert Knox wird am 25.06.2008 beigesetzt. Und obwohl er noch so jung gewesen ist, hatte er schon erwähnt, was er sich zu seiner Beisetzung wünscht. Unter anderem wollte er in einem weißen Sargwagen und in einem weißen Sarg beerdigt werden. Er wünschte sich, dass alle Gäste fröhliche Farben trugen und sie sollten nicht trauern, sie sollten glücklich sein und sich freuen. Und auch alle Gäste sollten Krispy Kreme Donuts zum Essen bekommen. Und das erfüllten die Eltern dann auch, so wie er das sich gewünscht hatte. Und so wird er nun am 25.06.2008 vorerst in einer kleinen Zeremonie im Freundes- und Familienkreis beigesetzt und am späteren Nachmittag desselben Tages dann in einer riesengroßen Zeremonie und Beisetzung eben öffentlich mit mehreren hundert Menschen, und daran nehmen auch viele Darsteller des Harry Potter Films teil.
Auch die Premiere 2009 des Films Harry Potter und der Halbblutprinz wird Robert Knox gewidmet. Hierzu tragen einige Darsteller des Filmes ein weißes Armband, was an Robert erinnern soll. Und die Eltern Roberts gründen auch die Robert Knox Foundation, die sich stark macht gegen Gewalt mit Stichwaffen. Robert Knox bekommt nach seinem Tod auch das Tapferkeitszeichen der Polizei in Kent verliehen. Denn am 24.05.2007, genau ein Jahr vor seinem tragischen Tod, hat er der Polizei geholfen, einen Verbrecher zu überführen oder den mehr oder weniger zu stellen. Und dieses Tapferkeitszeichen bekommt er verliehen und es wird von seinen Eltern entgegengenommen. Sally, die Mutter Roberts, wird auch in London an einem Marsch teilnehmen mit 5000 weiteren Menschen und deren Slogan heißt Stop Knives, Save Lives, also hört auf mit Messern und rettet Leben. Auch ein Freund Roberts, der Filmemacher ist, wird sich mit Roberts Vater Colin zusammentun und die werden einen Film zu Roberts Ehren drehen, den nennen sie The Rob Knox Story. Und in dem wird die ganze Geschichte Roberts nochmal erzählt. So Leute, das war der Fall von Robert Knox. Jetzt noch ganz kurz meine Meinung. Da gibt es natürlich nicht viel zu sagen, außer dass es sehr, sehr traurig ist und mir die Familie sehr leid tut. Ein so junger, talentierter Mann, der aus dem Leben gerissen worden ist, wegen gar nichts und ein anderer psychisch kranker junger Mann, der hätte in einer Anstalt sitzen müssen und dringend hätte Hilfe benötigt. Er hätte ja sowieso in Haft sitzen müssen zu diesem Zeitpunkt und das Ganze hätte auch einfach verhindert werden können, wenn die Polizei dahingehend ihre Arbeit richtig gemacht hätte. Umso trauriger. Jetzt seid ihr dran. Wie fandet ihr den Fall? Lasst es mich gerne in der Comment Section unten drunter wissen. Danke fürs Zuschauen, meine Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!